Viele Menschen erleben in ihrem Glaubensleben, dass sie irgendwann einmal an einen Punkt kommen, wo es stagniert, wo es nicht weitergeht. Und sie wünschen sich, dass es einen Durchbruch gibt, dass sie weiterkommen. Und wenn das dich betrifft, wenn du in deinem Glaubensleben einfach nicht weiterkommst, weil du Probleme hast, etwas zu glauben, was Gott ausgesagt hat, oder weil du Zweifel hast, oder weil du merkst, da ist etwas, was im Wege ist, ein Hindernis, was du irgendwie nicht überwinden kannst, dann ist dieses Gebet für dich. Lieber Herr, ich komme zu dir. Ich bin losgelaufen auf dem Weg mit dir und nun stehe ich hier, weil ich nicht weiter weiß, weil ich nicht weiterkomme. Und ich bitte dich um dein Eingreifen. Ich bitte dich, dass du das Hindernis zur Seite nimmst. Ich bitte dich, dass du Offenbarung und Klarheit darüber schenkst, was eigentlich das Problem ist. Und dass ich diese Dinge bereinigen kann, wenn was zu bereinigen ist, und dass du mir da raushilfst. Ich bitte dich, dass du meinen Zweifel besiegst und mir Glauben schenkst. Ich bitte dich, dass du mich in der richtigen Weise unterrichtest und zeigst, wo das Problem ist, dass ich hier nicht weiterkomme. Herr, ich bitte dich um einen Durchbruch, dass ich weitergehen kann mit dir. Ich möchte hier nicht stehen bleiben. Ich möchte vorangehen mit dir, möchte in das hineingehen, was du für mich bereitet hast. Herr, und ich bitte dich, dass du mir jetzt hilfst. Ich bitte dich, dass ich einen neuen Push bekomme, damit ich vorwärts gehen kann mit dir. Im Namen Jesus, ich bitte dich um dein Eingreifen jetzt, Herr. Herr, ich bin mit leeren Händen hier, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber du kannst kommen und kannst mir weiterhelfen. Und darum bitte ich dich im Namen Jesus. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, bin ich sicher, dass Gott in deinem Glaubensleben Dinge verändern wird. Geh weiter mit ihm. Geh weiter mit ihm. Er hat viel mehr für dich, als du dir vorstellen kannst.